bei all deinen Zielen, bei all deinen Vorhaben, alles, was du anstrebst, was du erreichen möchtest, den Weg von A nach B, da habe ich jetzt einen 5-Stufen-Plan für dich. Du wirst die Abkürzung nehmen. Du wirst die Dinge schneller und leichter erreichen als andere. Stell dir das mal vor. Erste Stufe, erster Schritt, erster Punkt. Übrigens, wir sind hier auf 2400 Meter Seehöhe. Das Panorama hinter mir, das kann sich schon sehen lassen, nicht wahr? Und hier ein See. Wow, cool, oder? Erste Stufe, erster Schritt, erster Punkt. Frag dich bei allem, was du anstrebst, bei gar allem. Bin ich das? Passt das zu mir? Ist das Thema stimmig mit mir? Nicht nur das Ziel, sondern insgesamt auch der Weg. Willst du den Weg gehen? Ist das dein Thema? Kommt eine gute Energie, eine Freude, wenn du daran denkst, dieses Thema jetzt in die Hand zu nehmen? Und denk nicht nur an das Ziel, denk an das gesamte Thema. Bei dieser Frage kommt ein Ja oder ein Nein. Wenn ein Ja kommt, nächster Punkt, ganz wichtig. Frag dich bei allem, was du machst, alles, was du in Bewegung setzt, fließt es oder fließt es nicht? Fängt es an zu laufen, auch nur in kleinen Tropfen? Wenn es anfängt zu fließen, mach weiter. Wenn nichts fließt, wenn alles nur stockt, wenn alle Türen zugehen, warte vielleicht noch einen Moment. Vielleicht ist es noch nicht ganz an der Zeit. Bleib dran. Versuche es später. Oder frag dich, wenn es gar nicht fließt, frag dich den ersten Punkt wieder. Bin ich das überhaupt? Ist das richtig für mich? Und wenn da wieder ein Ja kommt, dann schau nochmal. Vielleicht fließt es jetzt doch. Die dritte Stufe, der dritte Punkt. Es ist ein Naturgesetz, bei allem, was wir anstreben, bei allem, was wir in jede Richtung, wo wir gehen, alles, was wir erreichen möchten, da geht es immer 2 Schritte vor und einen Schritt wieder zurück. Das ist normal. Wir stellen uns das oft so vor, wir gehen jetzt einfach nach vor und es geht gar nicht zurück. Aber es geht immer einen Schritt zurück und 2 wieder nach vor. Vielleicht brauchen wir das oft für die Erdung oder um nichts zu übersehen. Wir lieben es nicht, aber es ist so. Es geht 2 Schritte vor, einen zurück. Die nächste Stufe. Der Tiger im Urwald macht durchschnittlich 25 Versuche, um ein Beutetier zu reißen. Er braucht 7 Tage lang, bis er ein größeres Beutetier reißen kann. Und wenn der Tiger nach dem 4., 5. oder 6. Tag sagen würde, komm, das bringt eh alles nichts, lassen wir es einfach. Ha, ich liege einfach auf einem Baum und warte, bis eine Gazelle unten vorbei spaziert und sagt, hey Tiger, hast du Hunger? Du weißt, was ich meine. Bleib dran. So viele Leute geben auf. Bleib dran. Diejenigen, die dranbleiben, die werden belohnt. Und jetzt 5. Punkt, ganz wichtiger Punkt. Vernetze dich mit Leuten, die dich weiterbringen. Das kann ein Coach sein, das kann ich zum Beispiel sein. Wenn es um Business-Themen geht, dann kann ich dir weiterhelfen. Lass dir helfen. Du hast so viele Talente und Fähigkeiten, aber vielleicht brauchst du einfach von außen die Hilfe, die klare Struktur, den klaren Weg, einfach die Leitschienen, wo du weißt, okay, da drinnen kann ich mich bewegen, da verbrenne ich kein Geld, da ist mein Geld gut investiert und ich komme weiter. Und wenn es ein Business-Thema ist, dann findest du unten einen Link, trag dich ein zu einem kostenfreien Strategiegespräch. Wir 2 reden miteinander und dann findest du Klarheit und eine klare Struktur für die nächsten Schritte. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pirti, Servus, bis bald.